Ich verstehe, ich möchte euch noch etwas fragen. Ja, lebt wohl. Gut. Ja, wir haben die Aufgaben. Erledigt die Aufgaben? Die Befreiung des Sklaven der Frostriesen. Wir haben Darwin mitgeteilt, dass wir die das Frostbiss genannte Wesen getötet haben. Jetzt brauchen die Sklaven keine Angst mehr zu haben, geopfert zu werden. Ja. Speichern wir mal und rasten. Euer Ende! Den Stecker! Kommt her, wenn ihr euch traut! Gut, dürfen wir jetzt rasten? Okay, die Wölfe haben nicht mal Fell gespawnt. Ach, Manu. Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich werde schwer erwischt. Ich möchte was nicht schaffen. So. Ja. Gut. Ich werde tun, was ich kann. Lederrüstung plus 2, wow. Beschlagener Leder, wir haben Rüstungsklasse 5, Rüstungsklasse 6, das heißt, die ist sogar schlechter. Schutzumhang plus 2, das ist wiederum sehr gut. Okay. Niemand kann den Schutzumhang plus 2 tragen. Kann ich schummeln? Gib mir mal die Rüstung. Nein. Liegt's an dem Teil? Nein, es liegt an dem. Okay, den Schutzumhang kann allgemein keiner tragen. Schade. Also ja, ich find's lustig. Ich kann wegen der Mütze und der Rüstung. Nee, nur wegen der Rüstung. Okay. Den Schutzumhang nicht tragen. Jetzt bei dir nicht wegen dem Ding? Ja. Hm, gute Frage. Ja, ich weiß. Ich probiere hier gerade rum. Nein. Schade. Also ja, dir bringt es nichts, weil du kannst sie nicht tragen wegen deiner Robe. Ah doch, du könntest sie tragen wegen der Robe. Aber der da hinter dich wohl dran, hä? Ja. Wobei das dann so besser ist, die Konstellation. Und ja, ich sehe es auch hier an den Porträts, dass keiner den benutzen kann. Säbelfrostband. Frostbrand. Das ist doch ja, ich vergeb's auf. Ihr wisst, wen ich meine. Sein Krummsäbel. Langzahn. Nichts Besonderes. Aber ja, Krummsäbelchen. Du bist der Rüstungsklasse. Komm, das ist besser. Ja. So rum ist es sogar noch besser, ja.
Gut, wegen. Ja, gewiss. Haben wir sonst noch was? Nein. So, jetzt müssen wir uns noch um das Lager hier kümmern, wenn die ein paar Problemchen machen sollten. Weil das sind schwarze Ritter. Den sieht man schon an. Dass sie nicht gut zu sprechen sind. Sag, was du von mir willst. Kann ich helfen? Deswegen verschwinde du schon mal und bereite auf jeden Fall schon mal einen Kettenzauber vor. Weil vom Aussehen her haben sie dasselbe Muster wie Dämonenritter. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Endlich lernen wir uns kennen. Ich bin Kontling und ich grüße euch. Ihr habt mich erwartet? Oh ja, wurde vorhergesagt. Ich habe euch erwartet. Vorausgesagt? Von wem? Von der Göttin. Sie hat in die Zukunft geblickt und gesehen, dass sich unsere Pfade hier kreuzen würden. Also befahl sie mir, hierher zu reisen, um auf mich zu warten. Von was für einer Göttin sprecht ihr? Auril natürlich. Sie heißt euch willkommen. Auril, die Frostmaid, zu was heißt sie mich willkommen? Willkommen in die Kälte ihrer Umarmung, an ihren kalten Busen, dem schwarzen Eis ihres gefrorenen Herzens. Sie hat einen Ehrenplatz für die Bastarde reserviert, die ihre Auserwählte Lysanne getötet haben. Oder habt ihr gedacht, ihr könntet ein Kind Aurils töten, ohne ihren Zorn zu spüren? Sterbt, unglückliche Narren, sterbt, damit Auril sich an euren Seelen gütlich tun kann. Wenn ihr einer stirbt, dann seid ihr es, Kontlik. Okay. Okay, dann fangen wir jetzt mit einer hiervon an. Wie kann ich am besten? Also einer Verteidigungsmatrix und einer Hast. So, du machst einen Kettenzauber. Ist etwas nicht in Ordnung? Du sprichst mal ein Gebet. Was haben wir denn noch? Mach das mal. Kann ich helfen? Nein, nicht auf mich. Auf den da. So. Sag, was du von mir willst. Du machst meine Schutzrüstung. Ich werde tun, was ich kann. Das haben wir noch. Du Beschwörmermonster. Brauchst du mich? Wie kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlich. Dieses Mal müssen Taten deutlich sprechen. Kann ich helfen? Ich mache es schmerzlos genug. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, so, das war es soll Kontik. Geschehen. Ich höre, ich tue es. Na gucken, die haben. Oh, die haben Geld dabei, mal zur Abwechslung. Jeder 100 Gold. Oh, und Kontik hat viele schöne Sachen. Bastardschwert plus 3. Das passt doch eher zu uns als die Axt, auch wenn es eine 4er-Axt ist. Also gut, die Axt können wir mal. Wobei, die Axt gegen Untote, wo ist sie denn jetzt? Dann doch praktischer ist. Weil es ist eine plus 5er Axt gegen Untote. So. Kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden.
Interessant. Charisma minus 1, Intelligenz plus 1. Nee. So, den Rest müssen wir mal wieder identifizieren lassen. Das ist wieder ein Schutzring, der natürlich von niemandem getragen werden kann. Also packen wir den mal weg. Sag was vorwärts. Oh, aber hier ist das Fass mit klarem Wasser. Zauberchen. Also ja, in diesem Fass befindet sich das sauberste Wasser im ganzen Land. Es ist geschmolzenes Eis und enthält keine Verunreinigungen, die im normalen Wasser zu finden sind. Ja, das ist eine der Sachen. Ja. Die wir brauchen für das Arboretum. Arboretum. Also reines Wasser, kleine Tiere. Und Samen. Genau. Okay, Tränke haben wir hier auch ein paar. Auch bekannte, das ist ein... Oh, Spiegelaugentrank, der vor Versteinerung schützt, das ist praktisch. Sturmriesenstärke, genau. Das da, Steinform, ja. Und ein Regenerationstrank. Blauer Feuerschild, der ja, der schützt vor Kälte und Nahkampfangriffen. Kugel der Unverwundbarkeit, genau. Der schützt vor Zaubern. Kettenblitz. Kettenblitz ist im Gegensatz zum normalen Blitz sehr nett. Dieser Zauber lässt eine elektrische Ladung auf ein Zielobjekt einwirken. Anders als beim Zauber Blitzstrahl trifft der Blitz nach dem Angriff auf das erste Zielobjekt nacheinander die nächste Wesen, Freund oder Feind, und verliert dabei jedes Mal etwas von seiner Energie, bis er ganz aufgebraucht ist. Ja. Okkulte Frostsphäre. Wirft einen Kältestrahl auf ein Wesen. Die Reichweite des Strahls entspricht der Sichtweite des Zaubers und versucht 3 bis 6 Schadenspunkte. Ja. Das ist auch ein netter Zauber. Und wir haben es nicht geschafft, den Dinger zu benutzen. Habe ich jetzt beide Dinger geplündert? Ja. Oder? Gut. Dein Befehl? Worum handelt es sich? Wird erledigt. Fehlt da nicht jemand? Ja. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Brauchst du mich? Schau mir ruhig zu. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich bin müde. Sag, was du in Ordnung. Ich muss mich bald ausruhen. Ja, ich habe mich darum bemüht, euch zu befreien. Ja, und wir sind euch alle sehr dankbar. Wie kommt ihr voran? Ich habe den Anführer der Riesen, Jorge, getötet. Ihr seid frei zu gehen. Nehmt diesen Weg. Mein Freund, das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich danke euch vor allem aus vollem Herzen. Vergebt mir, wenn ich mich nicht länger mit euch unterhalten kann, aber wir gehen jetzt. Danke für alles, was ihr getan habt. Wir haben Darwin von Joril Frostbars Tod unterrichtet. Durch seinen Tod wurde den Sklaven das Tor zur Freiheit geöffnet. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Hey, cool. Er hat ein Level-Up, das heißt, die folgen auch demnächst. Stufe erhöhen. Seine Trefferpunkte stagnieren aber leider auch. ETW erhöht, verbessert sich. Und Sagenkunde. Wir sehen eigentlich so seine... Ja gut, seine Rettungswürfe sehen auch nicht schlecht aus. Also Leben, Vergiften, Tod ist sehr schwierig bei ihm.
Bei ihm ist es ein bisschen einfacher. Wie kann ich helfen? Ja. Ihr habt eine Schneise geöffnet, durch die Darwin und die Sklaven entkommen können. Weiter!